So, nächstes Video von Savage Scooters. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Die Lotte steht hier. Wir werden testen auf dem Prüfstand. 210 MHR von 2013 auf dem Conversion Kit mit einem RZ, mit einem Endschalldämpfer von einem Scorpion. Also, das ist das, was ich netterweise von Markus, viele Grüße von hier nach da, von Markus Dicke zur Verfügung gestellt bekommen habe, damit ich den mal testen kann. Wir gucken mal, ob wir heute noch einen Auspuff testen. Vor allen Dingen auch, wie ich das mit der Zeit hinkriege. Es könnte durchaus sein, dass wir heute nur den schaffen. Aber ist ja egal. Wir gucken mal, was wir haben. Und Vergaserbedüsung ist genau die gleiche Bedüsung drin wie auf dem Stelvio. Damit werden wir den ersten Schuss machen. Mal gucken, was passiert. Und dann werde ich umdüsen und dann werden wir nochmal so ein bisschen schauen, ob wir da bedüsungstechnisch noch ein bisschen in die Vollen gehen können. Wir gucken aber jetzt erstmal, was passiert. Sehen wir. Da qualmt einer, guck mal. Was sehen wir? Also, bin überhaupt gar nicht zufrieden. Wir haben 22,8, knapp 23 PS. Wir haben sind stark im Vorreso-Bereich. Ja, da haben wir, warte mal, da haben wir rund tatsächlich 15 PS, knapp 15 PS. Guck mal genau, wie viel es ist. 14,6 PS und ein Drehmoment von ja, knapp 20 Newtonmeter, 19,6. Also der ist untenrum richtig potent. Dann kommt der resotypische Einbruch, dann steigt er wieder an. Kamelhöcker, ja, und dann bricht er hintenrum sofort zusammen, was der Einlasszeit geschuldet ist. Da haben wir überhaupt keine Einlasszeit mehr. Das ist also nicht gut. Ich glaube, der Motor könnte tatsächlich besser eine Box vertragen als diesen Reso-Auspuff, weil wir haben 22,8 PS und 20,3 Newtonmeter und das ist, boah, ja, da hätte ich mit mehr gerechnet. Irgendwie komme ich nicht über die 23 oder 24 PS mit dem Setup. So, da die ersten Läufe mir so gar nicht gefallen haben, habe ich jetzt mal düsentechnisch was geändert. Das heißt, ich bin in der Nebendüse mal fetter geworden und in der Hauptdüse mal fetter geworden. Vielleicht ist er auch einfach zu mager und braucht mehr Kraftstoff. Das werden wir jetzt sehen. Das heißt, wir haben jetzt nochmal Hauptdüse und Nebendüse nachgezogen und jetzt gucken wir mal, wo wir hier stehen.
Das große Problem an der ganzen Nummer ist jetzt, und deswegen habe ich jetzt den ersten bis vierten Gang mal durchgespielt. Ich habe meine Spitzenleistung irgendwo zwischen 125 und 140. Das wird der mit dem Wind nie schaffen. Das heißt, wir werden hier genau das gleiche Thema haben, was wir immer haben. Er wird resobedingt keine Kraft haben im vierten Gang bei 100. Der hat im dritten Gang bei 100 hat er seine volle Leistung. So, das bedeutet, den musst du schon im dritten bis 100 ziehen und dann schaltest du. Und dann musst du gucken, dass du im vierten Gang über 100, so bis 120. Und wenn er dann irgendwann mal packt, der Rezo, dann zieht er den auch. Also, es ist, wie es immer ist, Rezo-Tüten, MHR, kannst du machen, brauchst du halt Steuerzeiten. So, und du brauchst Drehzahlen. Und das ist ein Konzept, was... Aber wir sind zumindest mal auf 23,68 PS. Ich lade mal eben die andere Kurve. Sekunde, muss mal eben die andere Kurve holen. Wir haben jetzt maximal erreicht im dritten Gang 24,8 PS und 21 Newtonmeter. Aber im dritten Gang haben wir halt die Spitzenleistung bei 100 km/h. Der baut dann so ab. Ja, müsste man mal gucken, wie das auf der Straße tatsächlich fahrbar ist. Ich bin mir echt unschlüssig. Der hat nämlich eine Vorresoleistung irgendwo zwischen bei 60 km/h von 14 PS. Bei 65 km/h hat er 14,6 PS. 14 PS, 13,7 PS. Drehmoment, wenn er bei 70, 75 dieses Loch überwinden kann, ja, dann könnte das tatsächlich bis 100 Spaß machen. Aber dann musst du halt bei 100 in den vierten Gang schalten. Wir haben eine Übersetzung 23, 65 drin. So, bei 100 in den vierten Gang und dann kannst du nur hoffen, wir können jetzt mal, das kann ich mal machen, warte mal. So, ich habe jetzt leider keinen vierten Gang gemacht mit der neuen Bedüsung, aber wir sehen, dass wir durch die Bedüsung schon noch Leistung gewonnen haben. 24,8, 21,0 Newtonmeter. Das Problem ist, du musst halt ihn bis 100 knüppeln, damit du genau im Leistungsanstieg im vierten Gang bist, damit du dann bis 130 hochziehen kannst. Der hat dann so bei 125, 130 seinen Leistungspeak. Ja, aber ganz ehrlich, ey, hauptdüsentechnisch sind wir jetzt schon auf einem Niveau, was wirklich übel ist. Ich gehe jetzt nochmal einen Ticken höher mit der Hauptdüse, weil der anscheinend richtig Sprit vertragen kann. Wir waren mit dem Setup, was du auf dem 177er gefahren hast, also das Kamerakind Heidi filmt wieder, da war der zu mager, der war viel zu mager. Deswegen hat er auch keine Leistung geworfen. Aber er bricht halt immer noch nach dem Peak extrem schnell zusammen. Das ist halt, die Einlasszeiten geben halt nichts her. Also werden wir mal gucken, ob er vielleicht noch eine größere Hauptdüse und noch eine größere Nebendüse packt. Mal schauen. Aber es ist per se schwierig. Ne? Müssen wir mal gucken, wie sich das wirklich auf der Straße darstellt. Die Frage ist ja auch, ist das für mich fahrbar? Ja, du bist ja sowieso so ein Speedfreak, ne? Also du stehst ja drauf, wenn es schnell wird. Also das fährt dann so ein bisschen wie der Onyx. Das Onyx hat dir ja, glaube ich, ganz gut gefallen, oder? Ja. Ja? Na, siehst du. Willst du denn mal so fahren oder sollen wir umbauen? Ich würde gerne so fahren. Mit dem Auspuff? Mhm. Nur mit dem Auspuff. Nur mit dem Auspuff. Das heißt gar nicht die Box testen. Nein? Okay. Aber mich würde es echt interessieren. Also, das heißt, wir testen mal mit der Box und ich baue dann wieder um auf den Auspuff. Okay. Ja? Ja. Okay. Gut, dann. Ich habe jetzt nur leider eine Big Box Sport da, keine Touring Box. Muss ich mal gucken, ob ich vielleicht morgen, am Montag, wir haben heute Samstag, am Montag mal zum Scooter Center fahren, noch eine Touringbox hole, damit ich hier mal was zum Testen habe. Ja, vielleicht, man könnte auch noch den anderen Rezo-Auspuff testen vom CUDA, aber dann wäre man dann, das wäre auch nochmal interessant, weil das ist ein Oldschool-Auspuff. Der CUDA, das ist auf der Basis von einem Performance-Auspuff. Also man könnte hier schon noch ein paar Sachen durchspielen, aber düsentechnisch, ich weiß nicht, ob der Vergaser das packt. Weil der Leistungspeak beim Vergaser, bei dem 24er Dello, solltet ihr mal im Kopf behalten, eigentlich kann der Dello ganz gut bis 7500, 8000 Umdrehungen performen. Danach wird es gefährlich, weil er einfach das Spritvolumina nicht durchschießen kann durch den Gaser. Und wir sind jetzt schon bei einem Leistungspeak bei 9000... 8500 Umdrehungen etwa. Das ist schon eigentlich über den Zenit des Machbaren bei diesem Vergaser raus. Aber wir haben schon ganz gut draufgelegt. Guck dir das mal an. Allein durch die Bedüsung ändern.
24,8 PS hatte der Herr Kürzinger, Hello Grinch, hatte tatsächlich recht. Also wir sind bei knapp 25 PS. Lecko funny. Okay, dann würde ich sagen, bauen wir jetzt mal auf Box um und dann gucken wir mal, wo wir stehen. So, ich habe jetzt mal noch eine Hauptdüse größer gemacht. Nur damit ihr mal eine Richtung habt. Wir reden jetzt hier über eine Hauptdüse weit jenseits der 162. Ja? Augenscheinlich kann der das vertragen. Jetzt gucken wir mal. Also die Hauptdüse, also das in der Form habe ich noch nie verbaut. Gucken, ob er das will oder ob die Leistung jetzt abkackt, ob sie besser wird. Ich bin echt neugierig. Dann war also, boah, die 162er, die wir drin hatten vom Stelvio, war definitiv viel zu mager. Da hat er ja gar keine Leistung geworfen. Okay, dann jetzt mal mit einer Riesenhauptdüse. Also es ist schon, also wir müssen, bedüsungstechnisch passt das jetzt. Leute, ich habe eine 190er Hauptdüse drin, eine 190er Hauptdüse. Das ist unfassbar. Aber ihr seht ja selber, der performt jetzt richtig gut. Jetzt performt er auch dauerhaft. Er performt jetzt einfach auch stetig. Ja? Das heißt, ich fordere immer wieder die gleiche Leistung ab. Der braucht Betriebstemperatur, sonst wirft er keine Leistung ab. Aber wir haben jetzt wieder
Also, wenn wir die Gänge durchreißen, der fährt 150 km/h. Und der hat seinen Peak, das musst du dir mal vorstellen, hier siehst du das. Der hat seinen Leistungspeak bei 125 und dann hält er mit so einem kleinen Kamelhöcker, hält er das bis 140. Also, das ist ja auf der Straße, das kann er ja gar nicht abbilden. Da wird ihm einfach die Kraft fehlen, weil ihm auch das Drehmoment fehlt. Ne? Ich guck mal, ob ich das Drehmoment noch irgendwie abbilden kann. Ich hole mir mal eben den vierten, ja guck mal, vierte Gang Drehmoment, was haben wir denn da? Obwohl, der hat noch 21 Newtonmeter. Der hat 21 Newtonmeter bei 120 km/h. Scheiße, und jetzt regnet es gerade. Fuck. Also, das ist ein Oldschool-Auspuff. Das ist ein Oldschool-Auspuff aus den 90ern. Das ist ein RZ Mark I. Aber richtig Oldschool, ne? Es reizt mich doch, das mal mit einer Box rauszutesten. Ich weiß. Geil ist, ihr müsstet das Gesicht jetzt hinter der Kamera sehen. Ja, der macht natürlich jetzt Lärm, ne? Also 24,8 PS. Das sind 5 PS mehr, naja, 3 PS mehr als vorher. Und 5 PS mehr als der BGM, also das wirst du schon merken. Aber du wirst jetzt ein ganz anderes Fahrverhalten haben, meine Liebe. Du wirst jetzt Drehzahl fahren müssen, das heißt, du musst den bespielen. Locker im vierten Gang mit 60, 70 rumcruisen, kannst du zwar machen, aber wenn du dann wegbeschleunigen willst, dann musst du runterschalten. Bam, bam. Und dann bam, Galle machen. Also du musst jetzt dein Fahrverhalten umstellen, weil der Motor will jetzt was anderes. Nö. Nee. Okay. Ich würde gerne umbauen. Wir müssen kurz eine Kamerapause machen. Ich muss die Chefin des Hauses mal anfragen, ob wir nicht doch mal eben auf Box umbauen. Wir haben die Box drunter. Das steht schon mal fest. Leider ist es mit der Technik oft so, wenn sie funktionieren soll, sagt sie, nö. Bin ich doof. Das heißt, Manuel hat gerade gedreht, aber die Kamera hat nicht mitgedreht. Das bedeutet, ich habe jetzt schon Kurven mit der Box. Das heißt, ich weiß schon, wie viel Leistung wir mit der Box haben. Ich könnte euch das jetzt einblenden und sagen, wir sind gefahren. Das wäre aber doof. Von daher werden wir das Ganze jetzt nochmal machen und werden die Kurven entsprechend versuchen zu reproduzieren. Aber da sehe ich eigentlich kein Problem mit. Also, wir haben die Box drunter, deswegen lasst euch nicht irritieren, dass hier noch der kleine Stöppel hängt. Der ist nicht mehr angeschlossen. Du kannst ja mal gucken. Hier ist die Box. Und da ist doch der Enddämpfer dran. So. So viel kann ich schon mal sagen. Bedüsungstechnisch werden wir jetzt nichts anfassen, weil die Big Box Sport hat halt auch einen ähnlichen Charakter. Wir werden jetzt die gleichen Düsen auf dem gleichen Setup mit dem anderen Auspuff fahren und gucken, was passiert. Ja? So, also auf ein neues. Und diesmal sehe ich sogar das rote Licht blinken. In diesem Sinne, Kamera, bitte bleib an und geh nicht nochmal aus. So.
Also, ja, dann komm mal her. Also, was wir sehen ist, dass wir die gleiche Performance haben wie mit dem Reso-Auspuff. Allerdings ist die Box deutlich harmonischer. Ne? Also, ich hole mir mal eben hier eine Kurve rein, die zuletzt. Also, wenn ihr mal seht, das sind alles Kurven, die wir heute gefahren sind. Ne? Also, das sind schon. Das hier sind alles Kurven von heute. 4.11., 4.11., also wir haben jetzt 1,5 Stunden lang nur getestet. So, und es ist alles dabei. Also ihr seht, ich hole jetzt mal die Kurve, die wir eben hatten. Das Maximale, wirklich das Maximale, was jetzt mit der Box rauszuholen war, mit der Big Box Sport, ist 24,5. Da haben wir jetzt die Kamera nicht mitlaufen lassen. 24,5 und 21,6 Newtonmeter ist mit der Big Box Sport wirklich Oberkante, Oberlippe. Mehr geht nicht. Was per se schon sehr, sehr gut ist. Und wenn wir uns die Kurve nochmal angucken, sehen wir auch, dass es wirklich eine schöne Grundharmonie ist. Ne? Ich kann mal ein bisschen, Bildschirm ein bisschen drehen. So. Also das heißt, wir haben hier unten 20 Newtonmeter. Wir haben hier 18 Newtonmeter, knapp 17,7. Und da kommen wir gerade aus dem Standgas raus. Wir haben an der tiefsten Stelle 18,8 Newtonmeter bei 16,6 PS etwa, und den Peak haben wir hier oben raus, da sind wir 24,25, und hier oben ist dann der Leistungspeak bei 24,47 aufgerundet auf 24,5. So, und wir sehen ein wunderschön fast anstehendes Plateau. Wir haben bei 8,5 immer noch 19,8 Newtonmeter. Also mehr ist nicht machbar, und wir sehen auch hinten raus, nach dem Peak bricht die schnell zusammen. Da sind wir wieder beim Thema Einlasszeiten. Da kommt man nicht weiter mit dem Hintern an die Wand. Mehr gibt Welle, mehr gibt der Einlass nicht her. Anyway, aber wie gesagt, mehr ist jetzt nicht machbar, aber da bin ich schon begeistert. Wir sind jetzt auf 24,5 PS und das ist für dieses Conversion Kit, für diese ganze Zusammenstellung tatsächlich bisher das Beste, was ich erreicht habe mit SI-Vergaser. Also, ja, nochmal rund 3 PS mehr als der Malossi Sport. Rausdrehen tut er deutlich weiter. Aber wie gesagt, wir werden jetzt nochmal gucken mit der Big Box Touring, wie wir das Ganze... Ich glaube, bei der Big Box Touring werden wir hier das Ganze schön glätten. Da werden wir hier, die Kurve werden wir hier schön nach oben klappen. Und wir werden deutlich weniger drehen. Wir werden maximal bis 7000 irgendwo drehen. Aber wir werden vielleicht auch nur so bei 22 PS liegen mit dem Auspuff. Also mit dem Auspuff sind wir deutlich stärker. Mehr ist nicht machbar. Gut, das war nochmal ein kleiner Nachtrag. Also das ist jetzt ein Drehzahlmotor, ne, mit dem Auspuff. Ich werde jetzt mal Folgendes machen. Ich werde mir am Montag mal eine Big Box Touring besorgen, weil mich das wirklich interessiert, wie er damit performt. Aber bei aller Liebe, der Reso-Auspuff, der Oldschool-Reso-Auspuff, der ist nicht schlecht, aber wir können mal die beiden Kurven übereinander legen. So. Hier siehst du zum Beispiel... Damit ist die Lotte gekommen, ne, wo wir zu mager waren. Und das ist die Kurve jetzt am Schluss, die wir gefahren sind. Und jetzt lege ich mal die Kurve. Warte mal. Ja. So. Pass auf. Die rote Kurve mal weg, weil die ist sowieso uninteressant. So, wenn du jetzt mal siehst. Das ist die Kurve von dem Reso-Auspuff. Die ist deutlich zappeliger und deutlich instabiler. Und die Box ist da einfach sehr viel harmonischer. Und die bietet die halt einfach im Bereich zwischen 5000 und 7000 oder 8000 Umdrehungen, bietet die dir deutlich mehr Leistung. Ne? Also deutlich mehr Leistung. Und das Drehmoment ist auch angehoben. Also wir haben fast ein Plateau. Ja? Gibt eigentlich gar nichts zu sagen. Der Boxauspuff ist der bessere Auspuff dafür, muss man einfach so sagen. Ich würde sagen, es hat es wieder mal klar bewiesen. Die Boxen sind mittlerweile auf einem Niveau einfach fast unschlagbar. Wir haben jetzt in der Spitze beim Reso-Auspuff mit 24,8 und bei der Box mit 24,5. Spitzenleistung im Drehmoment war fast identisch, 21,4, 21,6.
Aber was wir sehen, ist, dass die Box halt im mittleren Bereich deutlich mehr zu bieten hat. Ja, also. Wir haben über 22 PS geschafft mit dem Conversion Kit, mit dem MHR. Auslass ist unbearbeitet, Einlass ist bearbeitet, Kolben ist bearbeitet, Überströmer sind bearbeitet. Und ja, ich würde sagen, das lässt sich doch sehen für einen 24er Dello. Ne? Ja, sind wir zufrieden? Wir sind zufrieden. Nur nicht, dass du mit der Box fahren sollst. Ne? Damit bist du nicht zufrieden. Ja, gut. Dann würde ich sagen, lass mal das so stehen. Ich besorge mir jetzt noch einen Touring-Auspuff, dann stelle ich die Lotte nochmal drauf. Das reiche ich aber nach, weil leider habe ich im Moment nichts da. Und würde sagen, lasst einen Daumen nach oben da, den einen oder anderen wohlwollenden Kommentar. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Abo. Und wenn er rausgeht, fallt nicht in den Schnee, bleibt hässlich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss.